Hallöchen und willkommen bei einer neuen Runde Let's Play Euro Truck Simulator 2. So. Wir brauchen erstmal einen neuen Auftrag. Und da schauen wir doch mal in den Frachtmarkt. Wir sind in Monnem. So, wo geht's denn da hin? Nach Reims. Ja, das... Haben wir noch was? Nö. Das machen wir doch jetzt mal. Den Auflieger abholen, beziehungsweise den Auftrag auch annehmen. So, wir sind natürlich wieder auf dem Multiplayer-Server. Ja, ihr seht, ich bin immer noch allein unterwegs. Hat man niemanden gefunden, der mit mir eine Runde drehen will. Oder, was heißt will, wollen viele, aber es ist halt immer schwer, einen passenden Termin zu finden. Nun gut, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg, den Auftrag anzunehmen, den wir gerade eben ausgesucht haben, und hier müssen wir rein. Da steht er auch schon. Aber wir müssen erst den Auftrag annehmen. So, jetzt. Da ist er doch. Habe ich doch gesagt. Schnell in die Außenperspektive, um auch richtig ankommen zu können. So, und jetzt geht's rund. Wir fahren nach Frankreich. So, Scheibenwischer mal anmachen, dass wir auch was sehen. Und dann... So, wir müssen darüber. Jetzt bleibt noch ein bisschen grün. Müssen wir rüberkommen. Ja, das sieht sehr gut aus. Arbeitsagentur. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Hier können Sie die Leute einstellen, die Sie brauchen. Und so weiter. Ja, es sind 334 Kilometer. Hopp, 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 hopp. So. Ja, da. Habe ich vorher nicht geguckt, was da los ist, und hätte ihm beinahe ein bisschen gestriffen. Na, wäre genau reingefahren. Aber ist ja nochmal gut gegangen. So, ja, 333 Kilometer sind. Und wir fahren nach Frankreich, nach Reims. Keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird. Aber wir haben ja Gott sei Dank das Navi, das uns zeigt, wo wir lang müssen. Überall nicht vom Weg abkommen hier. So, da vorne müssen wir gleich rechts. Schnell noch die Front und die Dachlichter anschalten. So. So, jetzt geht's mal los hier.
60 dürfen wir noch fahren. Ja, wir sind auf der Landstraße. Aber eigentlich habe ich gedacht, wir dürften 70 fahren. Oder 80 sogar. Landstraße. Mit dem LKW. Nur gut. Ah, da kommt noch jemand. Ah, der hat den gleichen Auflieger gehabt wie wir. Kann gut sein, dass der vielleicht gerade von Rem, wie auch immer es heißt, gerade kommt. Oder von jeder x-beliebigen anderen Stadt. Die Firmen gibt es ja überall. Es gibt übrigens einen Firmenmod mit deutschen Firmen. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Ich glaube Aldi und so weiter und Lidl und Edeka oder so. Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht installiert. So, da vorne bist du bei rechts. Sind noch 296 Kilometer. Sollte man aber gut hinkriegen. Ja, ich hoffe, wir fahren jetzt die ganze Strecke nicht über Landstraße. Und soweit ich weiß, gibt es die Autobahn nicht. So, voilà. Bisschen früh eingelenkt vielleicht, aber okay. Ja, scheint ja heute früh schon ein bisschen was los zu sein. Schon zwei LKWs gesehen. Zwei. Seht ihr, so verwirrt bin ich schon. Naja. Wir werden es hinkriegen. So, der Regen könnte mal aufhören. Ja, hier ist eine Baustelle. Hier sollte man eigentlich 30 fahren, aber naja, gut. War jetzt auch kein Blitzer hier. Glück gehabt. Ja, kommt die Sonne wieder ein bisschen durch. Wäre auch schon was. 263 Kilometer noch. Scheinwischer können wir jetzt wieder ausstellen. So, überholen verboten. Gott sei Dank ist auch keiner da zum Überholen. So. 115 km/h. Das ist schon ordentlich. 60 dürfen wir eigentlich. Also fast doppelt so schnell. Bin froh, dass man hier dann nicht den Führerschein abgeben muss. Ja, heute scheint echt ein bisschen was los zu sein. Kommen wir doch. Man sieht ein paar. Gucken, wie es innen war. Ja. Reims. Selbst ausschaut. Und da was los ist. Mannheim war ja jetzt eher tote Hose. So, 200 Meter gibt es einen Parkplatz. Tanken. Ja, kommt. Wir tanken einfach mal. Dürfen wir nicht reinfahren. Wollen wir uns mal zumindest ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Nicht? So, Motor aus. Und jetzt wird getankt.
100, 200, 300, 400, 500, 502 Liter macht 734 Euro bei 1,46, ne? Das geht ja noch. So, auf geht's. 212 Kilometer noch. Und wir fahren jetzt nach Frankreich. Wenn ich das so richtig deute, dann war das jetzt die Landesgrenze. Mehr oder weniger. Oder ist das da oben die Grenze? Nee. Das ist einfach nur... Das wäre eine kleine Grenze, ja. Gut. 204 Kilometer noch erwartet werden wir Montag. Ach so, nee. Vorausberechnete Ankunftszeit 20.53 Uhr. Na, da schauen wir mal, ob wir das halten können oder ob wir nicht eventuell doch einen kleinen Tick früher da sind. 194 Kilometer noch. Steht jetzt mal so behaupten, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Das hat jetzt 3 Stunden und 4 Minuten. Oh, eine Mautstelle. Man kommt hier auch nicht durch, ohne zu zahlen. Ne? Also tät mir auch nichts nehmen, wenn ich jetzt mit Karacho da durch. Die Schranke bremst mich dann von, was weiß ich, 90 auf 0 ab. Ja, eigentlich könnte man ja auch mal eine Fahrt nach England machen, ne? England ist hier im Spiel tatsächlich Linksverkehr. Ja, das ist hier immer ein bisschen kritisch, dass man sich den Auflieger nicht anschraubt. Aber es geht auf die Autobahn. Das ist auch schon mal was. Ein bisschen kurze Auffahrten haben sie, muss man ja mal sagen. Beschleunigungsstreifen könnten ein Tückchen länger sein. Aber da wir jetzt hier keinen Verkehr haben, geht es natürlich. Da fehlt es nicht so im Gewicht. Singleplayer ist das immer ein bisschen schwierig, weil man dann von Null anfangen muss und meistens rast dann doch einer hinein rein. Und dann kriegt man Geld abgezogen, weil man hat ja einen Unfall verursacht. Ne? Naja. So, hier dürfen wir auf 100 fahren. 99 fahren. Müssen aber auch hier erstmal wieder durch die Mautstelle. So, 9 Euro bezahlt, na, das geht ja noch. Jetzt sind wir auf der französischen A4 und habe noch 170 Kilometer, das sollte gut zu schaffen sein. Schon raus. Nee, Reim wird geradeaus angezeigt. Gut, also man kann auch wirklich, wenn man das möchte, so als Spielerschwernis, kann man das Navi auch ausmachen. Und dann orientiert man sich wirklich an den Straßenschildern. Das funktioniert. Funktioniert sogar recht gut.
So, ein Autobahnkreuz. Ja, in Frankreich scheint es leerer zu sein wie in Deutschland. Hier haben wir nämlich noch niemand gesehen. Tja, was machen wir da? Wahrscheinlich müssen wir einfach mal so 2000 Leute einladen und dann einen riesen Konvoi machen. Das wäre doch mal was. So, wie gesagt, ich bin mit dem DAF eigentlich ganz zufrieden. Der fährt sich sehr gut. Beschleunigung ist akzeptabel. Aber wir werden weiß nicht ab welchem Level genau, aber werden wir dann auf jeden Fall wieder zu MAN wechseln, weil die halt, ich sag mal, in der Endproduktpalette einfach wirklich den stärksten Motor haben. Der hat 700 paar zerquetschte PS. Und der geht richtig gut ab. Schade aber auch. Ja, wir können ja immer mal so gucken. Machen wir jetzt mal wieder rüber. 107 km/h fahren wir. Das lässt sich so ganz gut angehen eigentlich. Wir wechseln auch mal wieder in den Innenraum. Es sind noch 85 Kilometer. Die Fahrt verlief bisher ohne Zwischenfälle. Wir haben keinen Unfall gebaut. Ich glaube nur mal so eine Seitenbarke da irgendwie durch die Gegend geschossen. Aber naja, gibt Schlimmeres, nicht wahr? So, gar nicht geguckt, ne? Was haben wir gelacht? Erbsen. Hoppala. 21 Tonnen Erbsen. So, hier steht irgendwo ein Blitzer. Ich glaube, da vorne in die Brücke integriert. Wie viel dürfen wir hier fahren? 90, sagt er mir. Auf jeden Fall 44 war scheinbar eine gute Wahl. Wir wollen ja hier auch ein bisschen Geld verdienen und nicht alles für Tickets rausschmeißen, nicht? So, aber jetzt geben wir wieder Gas. Ah ja, jetzt ist die berechnete Ankunftszeit 19.24 Uhr. Anstatt 20.50 Uhr haben wir doch gut aufgeholt. Weil wir haben ja auch den Begrenzer rausgenommen. Ne? Das hatte ich euch ja vor ein paar Folgen gezeigt. Ich glaube, vor zwei oder vor drei Folgen. Das ist doch schon ganz hilfreich. Also wir haben das nämlich mal ausprobiert. Der eine Kollege, der hat den mit Abriegelung gefahren und ich ohne Abriegelung. Und habe dann den Tempomat bei 90 gesetzt. Ich bin doch schneller gefahren. Also ich hatte zwar auch 90 auf dem Tacho stehen, aber das war dann halt so, dass der Kumpel hat es mir erklärt, was sich für mich auch logisch anhört. Es ist einfach so, dass der andere bis 90 beschleunigt und dann ist tuck, dann beschleunigt er nicht mehr.
und der passt sich halt automatisch den Umständen an. Dann mit Tempomat. Ja, also. Aber wie gesagt, ich fahre gerne ohne Begrenzer. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar steile, gerade wenn man nach Italien runterfährt, ein paar steile Kurven und Serpentinen. Wenn man da natürlich mit 100 ums Eck fährt, dann kippt die Zugmaschine. Wenn man dann so versucht gegenzulenken, um in der Spur zu bleiben. Da muss man wie gesagt aufpassen. Aber ist ja ärgerlich, wenn die Reparaturkosten höher sind, wie die Fracht einbringt. Nicht? Macht auf Dauer natürlich auch keinen Spaß. So, dann bezahlen wir unsere Maut. Diesmal sind es 30 Euro. Ja, vorher ohne eigene Zugmaschine können wir das alles als Spesen absetzen. Beziehungsweise er hat es nicht da abgezogen, sondern er hat es halt einfach vom Arbeitgeber abgezogen. Oder vom Frachtauftraggeber. Mit eigener Zugmaschine müssen wir natürlich alles selber tragen. Ne? Aber nun gut. 26 Kilometer noch. So, dürfte bald da sein, 21 Kilometer noch. Ah, da ging es ab nach Liège. Und wir fahren jetzt aber weiter nach Rhein. So, aber in Frankreich scheint wirklich nicht viel los zu sein. Wie gesagt, Deutschland, LKW ist gesehen, Frankreich, nein. Also schauen wir mal. Vielleicht stehen wir jetzt in Reims. Ach, guck, wer vom Teufel spricht. Da war jetzt einer. Schien auch schon fortgeschrittener zu sein. Noch einer. Oh, das ging gerade noch mal gut. Ja, vor lauter Laberei sollte man halt auch gucken, wo man hinfährt. So, das müsste unser erster Besuch hier sein. Da ist die Werkstatt. LKW-Händler scheint er keinen zu haben. So, wir sind jetzt mal bei Rot rübergefahren. Hat uns aber auch nichts gebracht, weil wir hätten da abbiegen müssen. Biegen wir da hinten ab und fahren einmal im Kreis. Wir sind ja gar nicht so, nicht? Sage. Sah gerade so gut aus, habe ich gedacht, ach, das schaffe ich bestimmt. Aber wie es halt so ist. Das sieht schon ein bisschen besser aus, aber zu früh eingelenkt, glaube ich.
wunderbar. Ausgezeichnet, sagt er. 336 Kilometer. Und wir sind Level 7. Was gab es an Kohle? 8.174 Euro. Das können wir gut gebrauchen. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. So, jetzt machen wir Fernfahrten. Bis 1.100 Kilometer. Vielleicht können wir dann doch mal irgendwie mal eine längere Fahrt machen. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Euro Truck Simulator 2.